Bei uns ist Handarbeit ganz klar, also wir kreieren die Rezepte alle selber. Wir fühlen das, was wir da tun, wir schmecken es. Die Vision ist eigentlich, dass irgendwann bei jedem im Gewürzregal ein Lexikon des Bergbaus steht. Glück auf, mein Name ist Roland Kawitzke. Ja, ich bin Marc Bergermann, wir sind der kleine Bergmann aus Gladbeck. Seit späten Sommer 2018 gibt es uns auf dem Markt das erste Gewürz. Ja, das war, wir sagen immer, ein eskaliertes Hobby. Wir haben gerne gegrillt und hatten eine Gewürzmischung, wo wir sagten, oh, das ist es, das war die St. Barbara. Das war so unsere Version eines Magic Dust, wo wir lange dran rumgetüftelt haben. Mittlerweile, jetzt 2022, haben wir 14 Gewürze. Uns hat quasi die Kohle zusammengebracht. Bei uns war es dann eher die Grillkohle. Was uns so begeistert daran ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zusammengrillen, zusammen essen, zusammen genießen. Das ist halt das, was wir versuchen, mit unseren Gewürzen weiter zu transportieren. Und da steckt schon viel Liebe zum Detail drin. Ja, wir sind gerne Teil der Manufaktur, einfach weil es für uns für einen Zusammenhalt steht. Wir sind alle ähnlich unterwegs. Ich sag mal, jeder gönnt dem anderen sein Geschäft und seinen Spaß daran. Es ist sehr hilfreich für uns oder auch für die anderen. Wir haben ähnliche Themen. Sei es der eigene Online-Shop, der irgendwie was machen soll, was er gerade nicht tut. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Fehler gemacht. Und da kann man sich halt auch unterstützen. Ich glaube, dafür steht der Pott halt. Man hilft sich gegenseitig. Genau das sehen wir in der Manufaktur. Und deswegen sind wir auch gern mit dabei.